Sarah Lombardi hält sich lieber bedeckt, wenn es um ihre vermeintliche Beziehung zu ihrem Ex-Freund geht. Schließlich ist Mikael der Mann, mit dem die Sängerin ihren Ehemann Pietro betrogen hat. Sarah streitet zwar nicht ab, dass sie und Mikael Zeit miteinander verbringen, aber ob er tatsächlich ihr neuer Freund ist, will sie nicht verraten. Dafür hat er ihr nun ganz öffentlich eine Liebeserklärung gemacht. Er kommentierte Sarahs Facebook-Live-Video mit: "Schatz, ich liebe dich." Allerdings besteht immer noch die Möglichkeit, dass der Kommentar lediglich ein Scherz des Fake-Accounts war. Irgendein Witzbold hat nämlich das Profil von Mikael kopiert und gibt sich als er aus. Oder Sarah und ihr neuer Freund haben die Nase voll vom ewigen Versteckspiel und stehen neuerdings zu ihrer Liebe.